Also wir haben den ersten Cache gefunden von Big Pack Theory. Den holen wir jetzt mal eben raus. Und genau, wir müssen es dann auch eintragen. Richtig, genau, das machen wir jetzt auch gleich. Aber genau, jetzt holen wir erstmal den Cache da raus. Ja, Geocache-Tour. Ich glaube, also vom Video her ist es die zweite, die wir jetzt machen. Ja, wir sind jetzt auf der Suche nach den Big Bang Theory darstellen. Also Howard, Sheldon, Cooper, ja, Leonard und Co. Und das Wetter ist natürlich irgendwie passend. Die Sonne scheint. Leonard, ich habe natürlich meine Sonnenbrille im Auto liegen lassen. Super, da liegt sie gut. Da liegt sie trocken und wir gucken einfach mal, dass wir jetzt den Weg so ein bisschen finden. Da hinten sind so ein Maishexter da in Aktion. Da. Und ja, der bayerische Himmel, ne? Blau-weiß. Und wir suchen natürlich immer noch den Cache. Den werden wir auch gleich finden. Der dürfte nicht mehr weit weg sein. Wir können ihn schon riechen quasi. So, also wir sind ein bisschen abseits vom Weg. Und wir haben hier so einen Baumstumpf. Und hatten gedacht, hier ist vielleicht der Cache. Aber hier ist er nicht. So, jetzt gucken wir da vorne nochmal. Vielleicht hier ist. Ja. Ah, hier ist er. Ja, ich hab ihn. Der ist hier. Seht ihr es da unten? Da, das Orange, ne? Da ist der Cache. Also wir haben den ersten Cache gefunden von Big Pack Theory. Den holen wir jetzt mal eben raus. Und genau, wir müssen es dann auch eintragen. Richtig, genau, das machen wir jetzt auch gleich. Aber genau, jetzt holen wir erstmal den Cache da raus. Hier ist die Box mit den, also das Logbuch. Hier ist ein Aufkleber mit dabei. Ich liebe Suhl. Das ist wahrscheinlich eine Stadt oder so, ne? Oder ein Dorf. Suhl. Okay, egal. Ja, also das war der gerade von Mrs. Wolowitz war es, ne? Ja. Ja, die genau. Mama. Die Mama von von Howard. Von Howard, ja, danke, genau. Die Mama von Howard. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu Mrs. Hofstetter, das ist die Mutter von Leonard. Da sind wir jetzt gerade. Gehen wir jetzt hin. Sehr schön gelegen. Auch der Weg hier ist grundsätzlich sehr schön. Also das Wetter passt. Läuft. Im Cache war jetzt ein Aufkleber drin und das Logbuch halt eben, das Logbuch war relativ voll. Aber wir haben uns trotzdem noch eingetragen. Das bei uns. Man so ein paar Videos anschauen, die hört die Welt. Sehr gut. So, wir haben den nächsten Cache gefunden. Das war ein bisschen kompliziert vielleicht. Also mein Handy-Akku gibt langsam den Geist auf. Und irgendwie war das GPS auch nicht so genau. Deswegen haben wir die ganze Zeit auf der rechten Seite vom Weg gesucht. Aber eigentlich ist es hier auf der linken Seite. Und wir haben halt hier so einen markanten toten Aststammbaum. Und da habe ich gesagt, lass uns doch mal da gucken. Und dann lag hier freundlicherweise oder glücklicherweise, sagen wir es mal so, glücklicherweise lagen dann hier diese beiden Steine übereinander. Also die Steine lagen hier übereinander. Und dementsprechend war dann hier das kleine Röhrchen hier. Und da gucken wir jetzt mal rein. Und holen das mal raus. So. Und dann schauen wir mal, was alles hier war. So verlese er die Anklageschrift. Logbuch Mrs. Hofstetter. Genau. So. Und 28.08. waren die letzten hier. Also die, oder nicht hier. 20.09. Luna sucht. Also die Luna war schon wieder hier. Dementsprechend tragen wir uns hier natürlich auch ein. Das hier so das kleine Röhrchen. Und dann rollen wir das Ganze jetzt hier mal wieder ordnungsgemäß auf. Und dann legen wir es hier wieder drunter.
rein hier wieder schön mit dazu. So. Und man erkennt es halt. Also man sieht halt eben, das ist halt, also relativ simpel gemacht. Ja, das kann man halt auch kennen. Aber man sieht es vom Weg halt aus nicht. Das ist das Gute daran. Ja, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Wir haben, also die Cache-Tour ist ein bisschen größer grundsätzlich. Und wir haben uns drei rausgepickt gehabt und von diesen dreien haben wir zwei gefunden. Es war halt auch ziemlich viele Muggels unterwegs. Ach, ist ein bisschen doof. Naja, wir machen die Tour auf jeden Fall irgendwann nochmal. Und schauen wir mal, was wir die anderen Caches auch noch finden. Also es ist eine sehr schöne Cache-Route. Und die sind auch sehr schön versteckt. Der eine war ein bisschen zu schön versteckt, glaube ich. Aber ja, das Wetter passt natürlich auch. Es ist natürlich echt geiles Wetter. Schön ein bisschen im Wald. Ein bisschen rumlaufen. Und genau. Wenn ihr Fragen habt zum Geocaching, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Lasst gerne ein Like beim Video da. Auch wenn es euch nie gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach unten da. Und schreibt, was hätte besser laufen können. So, ich muss immer dazu sagen, ich bin ja auch relativ neu beim Geocaching und sind natürlich für jegliche Tipps, Hinweise, Warnhinweise offen. Ne? Also gerne unten in die Kommentare rein. Ihr merkt an meinem Lungenvolumen, dass wir schon ziemlich viel gelaufen sind. Weil es war jetzt knapp 3 Stunden Tour oder so und wir sind halt echt fertig. Aber es gibt demnächst nochmal Tipps und Tricks im Geocaching, Do's und Don'ts beim Geocaching. Ja, also all dies und mehr, ich freue mich schon so. Das wird echt gut. Ja.